3 Jahre spielte Jens Keller für die Münchner Löwen, stieg mit ihnen sogar in die Bundesliga auf. Jetzt will er wieder hoch als Trainer von Sandhausen. 1860 in Blau-Weiß hat hier die erste Ecke. Wir sind in Minute 3. Und dann der Kopfball von Verlat. Wir haben die erste Gelegenheit in diesem Spiel. Der SV Sandhausen holte optimale 6 Punkte 2024 mit gerade mal 2 Toren. Minimal ist manchmal halt genial. Und das ist der erste Angriff der Gäste. Rechtsverteidiger Zander. Und Richard Meier mit dem Kopf. Sandhausen bleibt gnadenlos effektiv und trifft mit der ersten Chance. Richard Meier, der junge Kerl, steht das erste Mal in der Startelf, gerade mal 18 Jahre alt, 1,93 groß. Und deshalb ist er so kopfballstark und gewinnt das entscheidende Kopfballduell gegen Verlat. Elsenkrank, Hennings verletzt, Diekmeier geschont. Also das ist noch nicht einmal die erste Elf hier auf dem Platz. Und die macht es bislang richtig gut. Dann kommt nochmal 60 Gutau nach exakt 30 Minuten. Argirios Yannikis, gerade mal 2 Wochen Trainer von 1860 München, auch noch ungeschlagen, seine Mannschaft aber bislang ein bisschen zu haben. Kurz vor der Pause, Greilinger ganz auf der linken Seite, da wird er allerdings nicht bleiben. Zieht in die Mitte, wird nicht vom Ball getrennt, immer noch Fabian Greilinger und Nikola Rehnen packt zu, noch ohne Gegentor in diesem Jahr. Ganz kurz vor dem Pausenpfiff haben wir dann noch einen Aufreger im Strafraum der 60er. Senulau trifft Weik hier eindeutig am Schienbein, hätte 11 Meter geben müssen, dann ist Halbzeit. Sandhausen also mit 1:0 vorne, findet besser rein in den zweiten Durchgang. Und jetzt dieser geniale Pass auf Meier. Abschluss, nein, da legt er quer, warum nur? Die Sache ist noch nicht vorbei, David Otto verschafft sich noch mal diese Abschlussposition, aber der Ball am Tor vorbei. Aber vorher verlässt Richard Meier hier so ein bisschen der Mut. Im Moment, bei diesem Spielstand Jens Keller und Sandhausen nur noch einen Punkt hinter Ulm und Platz 3. Aber die Gastgeber werden jetzt deutlich stärker. Bislang fehlte ihnen noch so ein bisschen die Durchschlagskraft, aber sie werden zielstrebiger. Gutau Rehnen lässt prallen und Schröter ins Tor. Doch es folgt der Jubelabbruch. Schröter möglicherweise knapp im Abseits. So hundertprozentig können wir das nicht auflösen, aber es sieht so danach aus. Aber Angriff auf Angriff jetzt auf das Sandhäuser Tor. Utakpa gerade eingewechselt. Genial auf Quadwo. Rehnen ist noch dran. Spiel läuft weiter und wir lassen die ganze Geschichte jetzt einfach mal weiterlaufen. Denn so wird deutlich, wie viel Druck 1860 München jetzt aufbaut. Und Sandhausen kommt kaum noch zur Entlastung. Utakpa, 19 Jahre jung, hochtalentierter Stürmer bei 1860 München. Und viele leichte Ballverluste jetzt bei Sandhausen. Wieder Utakpa. Und dann der Abschluss gleich von Gutau. Knapp am Tor vorbei. Das gibt uns die Gelegenheit, die Chancen noch mal aufzuarbeiten. Fangen wir mit ihm hier an. Dem Abschluss von Gutau. Knapp am Tor vorbei. Und vorher ja schon die Gelegenheit nach dieser prima Vorarbeit von Utakpa für Quadwo. Dann Ecke Guter. Lagmacher artistisch und Quadwo ins Tor. 1:1 und das geht auch so in Ordnung. Absolut verdient dieser Treffer für 1860 München nach 67 Minuten. Aber was ist das hier für eine artistische Aktion von Finn Lagenmacher? Wie bringt er den Ball denn da zu Quadwo? Und der dann aus kurzer Distanz schwer zu halten, sicherlich für Nikolai Rehnen. Keller bringt dann Dennis Diekmeier. Klar, man braucht Routine. Und was macht der? Der fault hier Utakpa, sieht die 5. gelbe Karte und fehlt am Samstag gegen Halle.
jetzt sind wir schon in der Schlussphase dieser Partie. Noch einmal kommt Sandhausen. Es läuft die regulär letzte Minute. Diekmeier und David Otto am Tor vorbei. 4 Minuten Nachspielzeit. Und in der gibt es nochmal einen Eckball für den SV Sandhausen. 60 kann klären. Es gibt keinen Konter mehr, denn kurz danach ist das Spiel vorbei. Es endet 1:1. Am Ende leistungsgerecht. Dennis Diekmeier nicht wirklich glücklich. Sandhausen nach 2 Siegen am Stück mit einem Unentschieden in München.